Jo Freunde und herzlich willkommen und zurück zu den dümmsten Duellen in Yu-Gi-Oh! Und ja, diesen Satz sagt eigentlich jemand anderes. Hallo CK! Hallo! Ja, genau. Ich habe nicht das gute Format, das ist auf den anderen Kanal, müsst ihr darüber gehen. Aber wir haben hier interessante Duelle in Master Duel und wir gucken uns das Ganze an. Ich habe hier ein paar Replays, die wir uns angucken können, die halt, ich sag mal, komisch sind. Zur Vorwarnung, CK auf der anderen Seite kennt die Duelle nicht. Ich selber habe sie ja gespielt, von daher kenne ich sie ja sowieso. Aber das heißt, wir gehen hier blind rein. Und was denkst du? Was kriegen wir hier alles? Ich habe absolut keine Ahnung. Also ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Ich bin gespannt. Aber wenn du schon sagst, die Duelle sind dumm, krass, unlogisch, keine Ahnung, dann bin ich auf jeden Fall gespannt. Okay, also wir gehen ins erste Duell rein. Und dieses Duell ist so, ich sag mal, achte auf den Gegner, also jetzt für meinen Gegner eher. Also, wir machen mal erstmal Pause. Ich spiele. Was ist das denn? Okay, True Draco. Also, man muss sagen, das ist noch aus der Zeit, als Master Duel noch relativ frisch war. Es war halt 2022. Und da war True Draco wirklich ein solides Deck, definitiv. So. Also, wenn du jetzt mein Gegner wärst, was würde dir auffallen? Also, siehst meine Hand ja nicht, aber was würde dir auffallen? Dass du kein Extra-Deck hast. Ja, das ist gut, ne? Ich habe kein Extra-Deck. Wird noch wichtig, merken wir gleich. Also ich kann kein Monster aus dem Extra-Deck beschwören. Und ich spiele True Draco. Das Ding ist, ich meine sogar, genau, ich habe den Würfelwurf verloren, ich darf nicht anfangen, das heißt, der Gegner fängt an. Und mein Gegner spielt Dino. Dino, ja. So, und jetzt kommt's. Jetzt sehen wir, was Dino kann, vor ungefähr einem Jahr, als Master nur noch recht frisch war. Also wir lassen ihn jetzt einfach mal kombon. Er hat voll. Warte mal. Sag jetzt nicht, er macht diesen Lito Sargym, der vom Extra-Deck Sachen verbannt, oder worauf willst du hinaus? Also ähnlich so. Also, er hat erstmal komplette Dino. Erstmal Dino ist übrigens, finde ich sehr lustig, so ein Deck, was so wie Dragon Link noch aus der Oldschool-Combo-Time ist, oder? Also, es ist ja ein reines Combo-Deck. So. Ist Combo. Ja, komplett. Ist Combo. Es hört halt nicht auf. Es hört nicht auf, nee. Es hört nicht auf. Der Witz ist, also, meine Hand jetzt mal darauf einzugehen, also, ich wollte nicht aufgeben, weil ich Skill Drain habe. Weil Skill Drain ist eine krasse Karte. Ja, obviously. Aber das Endboard hat immer mehrere Negates. Das heißt, eigentlich wäre Solemn Judgment nicht gut, sondern Solemn Strike wäre halt besser gewesen. Aber habe ich ja halt leider nicht. Aber ja, und hier Emptiness war noch erlaubt. Lol. Ja. So, also ja, die Combo ist irrelevant. Ob er die jetzt gut macht oder nicht, ist auch egal. Sein Endboard ist schon solide. Jetzt kommt nämlich Duck da. Und es fängt schon an. Hä, hey, du hast doch eh kein Extra-Deck. Na, legt er dir Sensenlocke? Ja, er legt mir Sensenlocke. Als ob. Also, es ist super. Also, mir gefällt's. Ey, Junge. So, er macht jetzt weiter. Also, übrigens, also wie gesagt, das ist noch ein altes Duell. Hier ist auch noch, hier ist halt auch noch Dings erlaubt. Needle Fiber und so. Sehr wild. Was? Ja, er ist aktiv auf Sensenlock gegangen. Also aktiv auf Sensenlock gegangen. Und ist auch nicht auf Omni-Negate gegangen. Was ich halt nicht verstanden habe, weil du das ja mit dem Deck auf jeden Fall machen kannst. Ja, er wollte halt den Sensenlock unbedingt durchbringen. Er hätte ja Lagia oder Dolka oder so machen können. Genau. So, jetzt geht's aber weiter. So, jetzt gehe ich in die Main Phase, weil er will ich mache erstmal Pot, damit er nicht weiß, was ich spiele. Und dann eskaliert er jetzt. Jetzt chaint er halt alles, ne? Jetzt kommt Needle Fiber. Jetzt kommt TG schießt Sense, noch mehr Traps, natürlich. Dann TG schießt, Sense Effekt, Special Summon, Maxi Chain, natürlich, alle sind daher. Was? Erwartet nicht mal mit Maxi. Ja, dann kommt Baroness noch. So, und das ist sein Endwort. Er hat mich gesensenlockt. Glückwunsch für dich übrigens. Also ich habe kein Extra-Deck. Okay. Also Leute, guckt bitte, wenn ihr Sensenlock spielt, ob der Gegner ein Extra-Deck hat. Es ist schon sehr dumm, darauf zu gehen. So. Er hätte ja viel mehr Buddies. Ist Sense nicht verboten? In Master Duel ist sie nicht verboten, oder? Aktuell nö. Du kannst auch noch Sensenlock theoretisch machen. Allgemein, also es sind aktuell in Master Duel noch sehr viele Karten erlaubt, die ziemlich dumm sind. Anaconda ist auch noch erlaubt. Ja, es ist so krass, fühlt sich gar nicht real an. Nee, aber Needle Fiber ist verboten. Immerhin etwa. So, wie gewinnen wir das Ganze jetzt? Das Ganze ist gar nicht so leicht zu gewinnen, weil wir haben hier eine Baroness, die negaten kann und die wird Skill Drain negaten. So. Das heißt, also der logische Play wäre, zu warten, bis eine bedrohliche Falle kommt und die zu negaten. Das wäre so der Play.
Das Problem ist auch, ich habe kein Monster, sonst könnte ich einfach Falle setten, Tribut beschwören und halt dann Baroness outen. Mit der Falle schießen, ja. Genau, geht nicht. So. Das heißt, wir gehen hier rein. Pass. So, jetzt ist er dran. Jetzt ist Time to Shine für den Gegner. Er hat Game. Sieht man das? Genau. Er hat noch nicht Game auf dem Board, weil der Dino nicht direkt angreifen auf der eine. Aber zusammen addiert sind das über 8000. Also jetzt Battleface wäre Game, wenn er Tyrannon angriff. Er kann doch. Er kann einfach Tyrannon angriff. Genau. Also es ist Game, theoretisch. So, jetzt geht's los. Er macht Faschinosaurier. Ja, Battleface hätte gereicht. Egal. Er macht Faschinosaurier zum Spezialbeschwören. Um ja dann höchstwahrscheinlich jetzt ein. Ah ne, er hat zwei gebanished. Er will ein. Hat er zwei? Ne, er hat vier gebanished. Okay. Er will Oviraptor holen. Ja. Kann man machen. Oder ganz kurz, ich habe eine Frage nur. Ja, ja. Du hast zwei Apokalypsen. Kannst du mit der einen die andere schießen? Ja, kann man. Um das. Okay, ja. Genau. Deswegen, Skill Drain, ich chill auf Skill Drain erstmal. So, deswegen. Ja. Also, deswegen aktiviere ich die auch noch nicht. Ich will auch eigentlich, dass er irgendwie negated, weil der negate ist halt echt schlimm. So, und dann, er aktiviert jetzt halt zum Spezialbeschwören. Ich so, ja, okay, Emptiness, ne? Er hat Game auf dem Board. Es juckt ihn nicht. Ja. Er muss negate. Ja nicht mehr das Special. Leute. Es macht gar nichts. Negate. Es macht halt. Er hat doch schon. Er muss ja nicht mehr specialen. Warum willst du die Emptiness, Junge? Du hast vier Sets und er macht es darauf. Ja, also dann kommt mein Skill Drain. Wer hätte das denn erwartet? So. Ja. Skill Drain kommt. Alles Ablöser wird geht dann auch auf null. Ja. Das heißt, er hat. Aber Rex kann direkt angreifen dann. Ja, genau. Aber ich habe ja Falle und halbier halt alles, ne? Und kann so noch ein Monster rausnehmen. Damit Emptiness erscheint, juckt mich halt nicht. Ich nehme den Dino raus, weil der halt auch der stärkste ist. Ja, dann greift er an. Ja, er greift mit dem nicht an. Frag mich nicht. Dann aktiviert er Bot. Okay. Geht hier für sein. Geht für Oviraptor, den er ja spezial beschwören würde. Jetzt kann er ihn ja beschwören. Aber es negiert. Ja, dumm gelaufen. Und dann ist Pass. So. Und jetzt, okay, ich habe ein bisschen getopdeckt. Ich will nicht sagen, dass ich nicht getopdeckt habe. Ja, Monster. Okay, ja, krass. Er hätte wenigstens immer noch Lagia oder Dolka bauen können, hätte so einen Beatstick liegen gehabt, so, weißt du? Ja, das stimmt. Also mein Plan an seiner Stelle wäre jetzt unter Skill Drain, also ich weiß nicht, ob er ein Outmain spielt, das weiß ich halt gar nicht, aber wenn er keinen spielt, irgendwie immer auf Tyranno zu kommen, also irgendwie immer auf den Dicken zu kommen. Ja. Das wäre jetzt mein Plan. Und, Ja, das wäre halt der Plan. Egal, weiter geht's. Ja. Trap zerstört Baroness. Battleface nimmt den Level 4er raus, weil, naja, ne, wie du schon sagtest, Rang kann ja passieren. Und Rex kann ja nicht direkt angreifen, falls das outet. Das ist auch egal. Und Apodus ist halt eh tot, also macht ja gar nichts. Und zwei Judgments, die halt jetzt göttlich sind, ne? Also er hat ja nichts Stärkeres. Egal, was er ruft, ich kann Judgment an. Ja, das war's halt. Genau. Was kommt? Ja, Pille. Ah, ne, noch nicht Pille. Aber. Okay. Er geht sogar in Anaconda. Das habe ich auch nicht verstanden. Ist doch auch. Hat der. Hä? Also. Ach so. Das ist eine Logik. Er ist in Anaconda gegangen, damit er mit Pille Riesenrex banishen kann, damit Riesenrex wiederkommt. Weil Apollo. Hä? Ja, und dann liegt er da wieder und kann wieder. Hä? Ja, aber Apollo ist ja 0 und Anaconda hat 500. Ja, lol. Okay. So, das glaube ich die Absicht. Aber jetzt kommt halt Judgment und das ist halt, over. Ja. Kommt Rex wieder, juckt halt nicht, weil schwächer. Er geht in Savage, das ist halt guter Play wieder. Beatstick okay, ist the way to go. Aber ja, Judgment. Das ist ja wieder Judgment, ja. Ja gut, die Judgments kamen halt auch krass, das muss man sagen. Ja, definitiv so. Und dann ziehen wir, haben nix. Okay, Aber greifen drüber, er hat gar nichts, ne? Er hat nix. Jetzt Tyranno. Tyranno könnte immer noch, ja. Ja, aber so glücklich wie ich ist er nicht. Weil ich glaube, er settet nur was. Wir werden gleich sehen, was das ist. Und ja, ich ziehe noch Kolosseum zum Blocken. Ach krass, die ist auch erlaubt in Master Duel. Ja, die ist auch immer noch erlaubt. Die ist auf 3. Stimmt, ja, krass. Ja, dann Pass, der hat nichts. Das war nur ein Tyranno, der nichts macht und das Skill Drain hat keine Handkarten. Ja, dann Pot und jetzt ist halt eh vorbei. Jetzt kriege ich noch ein Monster. Und ich kann mit den Spells spielen. Also, ja, und jetzt. Ich habe auch. Also, wie das Monster war Top Deck. Und jetzt so. Was wäre die beste Karte? Ich mische 3 rein und. Oh, Heritage. Heritage Draw 1. Und Akelips.
Ja gut, du hast halt alles jetzt, ne? Also. Ja, Angriff, Angriff. Er ist drin und ich glaube, da passiert so. Okay, gibt er noch auf? Nee, ja doch, er gibt auf, ja. Ja. Na gut, verständlich. Aber der Witz ist, also, ja, durch die Doppeltrap hätte ich Baroness halt schon auch so outen können und Skilldrain machen können. Ich hätte wahrscheinlich so gewonnen. Aber dieses Emptiness Negate war göttlich. Also, es macht gar kein Erdgame auf dem Board. Also. Ja, also, keine Ahnung, das war echt nicht so gut getimed. Ja, aber sehr interessant auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins nächste Spiel. Das erste Duell, es war okay. Ich meine, letztendlich, wahrscheinlich hätte ich so oder so gewonnen, egal was der Gegner gemacht hätte. Aber jetzt mein zweites Spiel, mein Lieber. Hör mal reingehen einfach. Einfach rein, ich bin gespannt. Jetzt siehst du wieder die Absurdität, die in Masterduel möglich war. Wenn Needlefiber, Auroradon und so weiter erlaubt ist. Alter. Wir sehen jetzt komplette Eskalation. Ja, wir spielen übrigens Mirror Match, also es ist das gleiche Deck wie ich. Also das ist halt Combo Needle Fiber Turbo ist eigentlich streng genommen. Man sieht's. Ja, und es ist halt mit Adventure Engine, ne? Ist auch absurd, dass die im TCG noch komplett das. Aber ja, Rito's auf 2 inzwischen, Wasser auf 2, auf 1. War damals halt nicht so, also ich spiele das jetzt hier öfter, also nicht wundern. Und er darf anfangen. Das heißt, eigentlich bin ich in einer sehr schlechten Situation, weil er wird jetzt voll Combo. Ich habe keinen Handtrap, kein Maxi. Er wird jetzt voll in Combo reingehen. Also er macht das, was ich jetzt eigentlich gemacht hätte. Okay, ja, das sieht so spaßig aus. Das ist eine Hilfe, Alter. Das Problem ist halt an diesem Deck, also Combo-Decks gibt es ja immer, aber das größte Problem an diesem Deck ist ja einfach, du hast immer einen Negate da. Also egal, welche Handtrap du hast, die ist useless. Also jetzt liegt der hier, greif, so ein Omni-Negate. So. Das heißt, egal welche Handtrap du jetzt schmeißt, es wird halt nichts bringen. Ja, irgendwie Needlefiber kommen ist dann the way to go und dann hast du halt Combo. Weil Needlefiber alleine ist halt voll Combo. Geht halt Aurora. Needlefiber, Aurora, dann einfach. Junge, imagine, das gab's mal einfach. Das ist so krass. Ja, muss sagen, Needlefiber ist verboten. Aurora, dann ist immer noch erlaubt. Ja. Und es gibt immer noch dumme Kombos, aber sie sind halt nicht mehr so konstant. Das ist das. Und ja, wir haben Denglong hier auch natürlich. Denglong, ja, ist ja mittlerweile wieder erlaubt. Ja. Genau, richtig. Aber hier war er schon halt immer erlaubt. So. Ja, er geht weiter, Baroness. Und jetzt hier, jetzt haben wir ja den nächsten Omni-Negate. Jetzt können wir den anderen Omni-Negate hier wegnehmen, um weiterzukommen. Ja. So, jetzt macht er einfach so Friedhofseffekte, sucht alles. Jetzt macht er Jet auch noch, weil wir haben es ja. Jet geht in den nächste, in Kaliber. Natürlich Omni-Negates ballern, Combo setzen. Weiter geht's, nächster Effekt. Monster Spezialbeschwören, nächstes Synchro, Monster Effekt Negate. Omni-Negate, Omni-Negate und Monster Negate. Und das alles, also Savage und Baroness ist ja aus einer Karte entstanden, also durch Needlefiber entstanden und das ist ja noch schon noch Standard Engine entstanden. So, dann Effekt zum Adden. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum er den genormelt hat. Vielleicht dachte er, er kann den Effekt nutzen. Aber es geht ja nicht, weil wegen der Adventure Engine, aber wer das vergessen? Ja, stimmt. Vielleicht war es Absicht. I don't know, da kann ich jetzt nicht sagen, was die Intention dahinter war. Vielleicht absolut halt nicht. Aber das ist jetzt gar nicht so krass. So, doch, das war das Endboard. Gegen das muss ich spielen. Achso, und dann Foolish auf, Follow-up. Holt er sich auch noch, damit er Follow-up hat. Ist ja gut. Okay. So, Fullboard, Full Combo. So. Was kommt jetzt? So, Nibiru, sechste Karte. Alter, natürlich. Aber gut, der hätte so oder so nichts gebracht. Ja, aber man darf nicht vergessen, man sagt zwar, man kann die ganze Zeit durchspielen, weil man hat ja immer einen Negate. Aber, na gut, in dieser Kombo. Er hätte den Greif nicht mehr gehabt und hätte nicht mehr auf Borreload Savage zum Beispiel gehen ich können. Ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt nicht gezählt. Ich weiß nicht, ob er erst eine Birubo war, als Baroness lag, aber falls ja, genau, wäre der Greif weniger da gewesen und dann wäre zumindest irgendein Monster hier weniger. Also etwas macht es, aber du spielst halt immer noch gegen Board so. Die Countertrap, das ist, also höchstwahrscheinlich die Countertrap, weil er hat die ja gesucht mit Denglong, die halt tot ist, habe ich auch nicht ganz verstanden. Also, er hat Denglong weggelegt, das ist okay, aber er hat dann sein Yangxing-Monster weggelegt, um ein Monster-Negate zu haben, statt ein Omni-Negate. Das habe ich halt nicht ganz verstanden. Also, er hat ein Omni-Negate weggelegt für ein Monster-Negate, also es. Aber wie gesagt, das ist okay. Das ist okay. Vor allem Konterfalle ist ja noch mal krasser als. Genau, richtig so. Ja. So, das ist mein Board. Er hat zwei Omni-Negates plus ein Monster-Negate.
Und da muss ich jetzt durchspielen. Wie gesagt, sobald wir Needle Fiber kommen, haben wir Full Combo. Das ist halt immer so in dem Deck. Das heißt, wir müssen es irgendwie verhindern. So, wir fangen einfach an mit Wasserverzauberern. Hoffen natürlich schon, dass er negated. Macht er nicht. Smart, weil es ist natürlich smarter, die Karte selber zu negaten. Das tut er nämlich auch. Aber Savage sagt ja, negiere die Aktivierung. Und die sagt, du kannst sie einmal pro Zug aktivieren. Korrekt. Okay, dann kannst du nochmal. So, also negiert, das heißt, wir haben die zweite, theoretisch. Jetzt haben wir eine Karte gebanished und aktivieren Todfeind. Falls ihr jetzt fragt, was macht Todfeind? Todfeind ist suchbar in der Combo. Und durch die Combo, dass er suchbar ist, können wir ihn spezial beschreiben, indem wir gebanished Karte ins Deck legen. Und das erlaubt uns einfach stumpf in Koloss zu gehen. Also, in meiner Combo läge auf der anderen Seite eigentlich noch ein Koloss. Also meine Combo ist stärker als seine. Da liegt noch ein Koloss daneben. Ja. Das heißt aber auch, Todfeind macht hier gar nichts, außer ein Extender sein oder ein Koloss zu sein. Koloss hat 2-6, er kommt über nichts drüber, außer über den Taya, aber juckt halt nicht. Das heißt, Todfeind macht gar nichts. Rate mal, was passiert. Annulliert er den? Natürlich! Natürlich. Gar keinen Sinn. Egal. So, jetzt ist es so, er hat sein Omni-Negate 1 verschwendet. Also nicht verschwendet, das war okay, das musste er machen. Und 2 komplett useless wieder. Aber jetzt hat er nur noch ein Monster-Negate statt ein Omni-Negate. Bedeutet, wir können Rito's aktivieren. Und können jetzt halt unser Token holen. Und ihr seht schon, wir haben jetzt hier 2 Monster, ein Empfänger, ein Nicht-Empfänger. Das ist Needle-Fiber-Kombo. Ja. Fehlt halt leider der Monster-Negate. Und ja, die Adventure-Insel ist ja so fair, deswegen holen wir Draco back. Und uns greift. Draco back Discard. Draco back. Ah, ich bin so froh, dass es nicht mehr relevantes Meta, ey. Er bounced den Monster Negate und jetzt hat er gar nichts. Und jetzt kommt halt Greif. Greif bringt leider nichts, ist halt ein Buddy. Das, ja, ist was. So, jetzt kommt Needle Fiber und jetzt machen wir das Gleiche, was er gemacht hat, halt auf der anderen Seite. Wir gehen hier in Baroness. Dann kommt er wieder. Dann kommt ein Token, dann kommt Auroradon. Auroradon so dumm. Ey, ich habe ihn in Royal Spiel. Oh, krass, okay. Ja, du bist halt einfach der bessere Spieler. Also. Nee, ich sag immer, wenn ich das sehe, ich habe einen Grund, das Deck zu spielen. Er nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. So, ja, Auroradon-Effekt, 3 Token, ist halt dumm. Dann Effekt zum Tuner holen. Tuner geht in Denglong. Ich mach das gleiche wie er halt indirekt. Ich würde eigentlich halt noch theoretisch auf die Line gehen, wo ich halt auch in Kolossus enden kann. Aber kann ich halt nicht machen, weil der ist ja schon raus. Aber der hat einen guten Dienst gemacht, glaube ich. Dann gehen wir in Savage Dragon. Savage Dragon geht rein. Hier habe ich sogar ohne Bricks gespielt, meine ich. Das bedeutet, ich habe für Denglong, also eigentlich, wenn der Friedhof gelegt wird, holt dann Yangtze wieder. Ja. Und dann hätte ich einen Omni-Negate noch. Was cool ist, aber es ist ein Brick mehr im Deck, deswegen spiele ich das nicht. Deswegen ist die Karte jetzt tot, deswegen behalte ich sie einfach für Discard, für Abenteuer später. Ja. Ja, und jetzt können wir halt alles outen, ne? Battleface, Attack, er protected. Ich kill natürlich sein Token, weil Draco Back halt einfach broken ist. So, jetzt hat er Taya, jetzt habe ich die 2 Omni-Negates. Und er hat nur eine Taya. So, und jetzt wird es sehr, sehr lustig wieder. Er nach Defekt holt natürlich Water, also ist ja klar, 4 plus. Water, Enchantress Effect, Banished, holt dir wieder die Spell. Die Spell wird aktiviert. Und das muss ich jetzt, will ich negieren, weil ich ihn einfach keinen spielbaren Möglichkeiten geben möchte. Und manchmal spielen Leute mehrfache Griffins, mehrfache irgendwas, mehrfache Dracobacks. Also ich wollte das einfach verhindern. So, wird ja annulliert, zerstört. Jetzt kommt natürlich Taya. Man hätte ja warten können und halt erst den Grandmaster negieren können, aber ich wollte ihn gar nicht spielen lassen, weil er auch wie Shooter im Friedhof hat, wollte ich ihm keinen Token geben. Dementsprechend negieren wir ihn das. Und jetzt bin ich out of resource. Das heißt, er kann wieder spielen. Und er macht das auch. Geht in Yasi. Yasi schießt. Und bisher jetzt wieder ein ganz normales Duell. Also die erste Negation war ein bisschen komisch. Aber jetzt kommt gleich. Er geht auf die 5. Summon. Wir haben Nibiru in der Hand. Er schießt. Ich mischt weg. Ich warte mit Nibiru extra, weil ja, der Token wird ja immer schwächer, je mehr er von mir cleart. Und jetzt wählt er das und das. Und jetzt aktiviere ich Nibiru. Und jetzt ist interessant. Was passiert? Er annulliert Nibiru. Das klingt jetzt erstmal okay, aber die Trap sagt ja, leg ein Yangtze weg. Jetzt kommt er aufs. Und jetzt hat er nix.
Ich meine, es ist genau das gleiche wie Nibiru. Aber hätte nichts geändert, nur dass Nibiru dein Monster auch noch weggenommen hätte. Ja, genau. So, also man kann das hier negaten, aber ich weiß gar nicht, wäre ich über den Token rüber weggekommen? Na gut, der 2-6 Death. Also ich wäre sogar über den Token gekommen. Ich weiß halt nicht, ob die Counter-Trap gesaved hätte. Aber ich fand es halt sehr ironisch, weil jetzt Aroa dann sein Verhängnis wird. Weil, ja, okay. I mean, du hast nichts. Ja, Lightning Storm, nice. Battleface, Killing, kommt Token. Jetzt hier wieder, Add V-Shooter und so. Muss aufpassen, heißt, Token wird geoutet, weil Aurora Dawn ja noch mehr Effekte hat als nur ein. Das ist, das ist doch so dumm. Ja, ist es, ne? Also Aurora Dawn ist eine gut designte Karte, oder? Du hast auch jetzt kein Feld mehr, das heißt Blitzsturm ist live. Ja, das ist halt auch so gut. Und er geht bei den ATK, ich hab mich sehr gefreut. Beide im Angriff. Also, ich meine, ich weiß nicht, ist das nötig? Also, er killt mich ja ansatzweise nicht. Eine Setcard, die kann gefährlich werden. Aber ich hätte zumindest Vishu da mit 2,5 in Def. Ja. Ja, jetzt hat er wieder gar nichts. Ich aber auch nicht. Ich habe mal Xe, was zumindest verhindert, dass er jetzt voll krass kombot. Battleface Attack. Man muss aber auch erwähnen, wir sind beide, haben einmal Combo durchgespielt. Das heißt, also, wir haben zwar noch 7 extra Deckkarten und ich habe sogar 11. Aber ja, so viel Stuff ist da halt dann auch nicht mehr da, ne? Aber was richtig cool ist, ihr habt einmal so richtig krass Combo durchgezogen und jetzt seid ihr wieder so bei dem alten Yu-Gi-Oh! So Normal Summon Monsters. Apropos Normal Summon! Genau das mache ich jetzt! Wichtig, Leute, denkt an Impermanence Column bitte. Spielt nicht in Impermanence. Also geht in diesem Fall jetzt nicht, weil ich kein Monster habe, aber spielt einfach nicht rein. Also. Ja. So, dann kommt Tempel und die hat 1,5. Jetzt kommt Maxi. Und jetzt kommt, jetzt fragt man sich, warum discard ich ja Maxi? Warum aktiviere ich ja Maxi? Token. Genau. Es ist kein Pflichteffekt, es ist ein Can-Effekt. Aber ich dachte mir, Maxi ist tot und wir sind in quasi wirklich ein Top-Game. Also so im Sinne von Top-Deck-Game. Das heißt, eine Karte kann das ganze Duell entscheiden. Das heißt, ich will Maxi jetzt werfen, damit, wenn der Token kommt, halt dann ich eine Karte ziehen darf. Und er schenkt mir den Token auch. Ich ziehe nur ein Foolish, was leider gar nichts macht. Okay, ich dachte, das bringt dir irgendwie nochmal... Nee, und er hat sogar nur wie. Der 3 wie Shooter sind für los, auch krank, ne? Ja, jetzt ist er dran und hat einen Token. Glückwunsch. Wie Shooter? Das ist ein krasser Move, er baut meine Bastard-Tempel. Du kannst sie einfach wieder normal, ne? Ja, ich weiß nicht, was es gebracht hat. Noch ein Maxe, das ist natürlich krass. Ich lege jetzt Nibiru rein, ich will keine Bricks mehr ziehen. Also Nibiru ist schon wahrscheinlich dead. Also, Bricks weg. Temple, Normal, Battleface, Pass. Es ist halt, wie du sagst, es ist halt wirklich irgendwie gefühlt das Oldschool Yu-Gi-Oh! Jetzt. Also, Normal Summon Monster mit 1,5. Ja, ist halt wirklich so. Theoretisch könnte ich sie banishen, um. Ja, Droplet. Also, man merkt jetzt, dass ich halt ganz kleiner dominanteren Position bin. Okay, gegen Ash kommen wir nicht an. Die Wall mit 1,8. Ja, krass, ne? Kann ich nichts machen, so. Ist sogar gut, ne? Weil wenn er jetzt ein Monster zieht, kann er sogar Synchro machen. Also eigentlich ist das sogar voll gut. Aber er zieht irgendwie nichts. Wir haben Notfall-Teleporter. Und hast du denn noch Targets? Ja, ja. Und zwar, ich spiele... Oh, Maxe ist auch natürlich so sehr stark. Das Deck ist ja Needle Fiber Torburg. Das heißt, ich muss so schnell wie möglich Extend haben für entweder Tuner oder Nicht-Tuner. Und ja, da haben wir natürlich was Passendes. Und zwar... See! Der ist Tuner, bedeutet also, wir können hier synchronisieren und gehen in den Korallendrache. Und der Witz ist, das wissen alle fast gar nicht, der hat einen Effekt, wenn er für eine Synchrobeschwörung genutzt wird. Und zwar, er darf einfach ein Monster zerstören, was kleiner oder gleich ist, der Synchro-Monster-Ticker. Das heißt, es ist einfach outed Ash und er hat 2-3-5 und der 2-4 ist einfach Game. Aber er hat Called by. So, das heißt, wie viele Plot-Twists hat denn dieses Duell noch? Was ist das? Aber, ja, ich habe noch Wasserzauberin. Kann mir also hier Ritus holen und Korallendrachen on Effekt. Ja. Ja, so, und dann geht Battleface. Game. Okay, krass. Verrücktes Duell, oder? Also, es ist schon crazy, was da so alles drin ist. Also, ich finde es immer lustig. Sowas zu sehen, so dieses Hin und Her und alles und alles und alles, ist schon sehr, sehr nice. Ja, man hat es richtig gemerkt, so am Ende habt ihr beide komplett gestruggelt, so einfach so normal summon Wassertante, so. Oh, ich habe mehr Artikel als du.
Ja, ist schon crazy. Aber wie gesagt, ich glaube, hätte er, als er die Ash gesetzt hätte, da noch ein Monster gezogen, er hätte Synchro gemacht, dann wäre es echt kritisch für mich geworden. So. Aber ja, das stimmt. Am Ende gehört ein bisschen Glück dazu. Und ja, aber ich würde sagen, die Folge geht schon wieder viel, viel zu lang. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, die zwei Duelle haben dir gefallen. Ja, safe. Das letzte Duell war echt cool anzusehen, ja. Ist ganz nett. Aber man muss bedenken, es ist cool zum Angucken, aber beim Spielen, ich musste, glaube ich, irgendwie 5 Minuten warten, bis er fertig ist. Und dann musste er 5 Minuten warten, bis ich fertig bin. Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, den viele kritisieren, sag ich mal so. Definitiv. Aber diese Meta ist ja mal gut nicht mehr möglich. Es waren ja ältere Duelle. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal. Schau auf jeden Fall bei CK Phoenix vorbei. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren. Ja!